Dieses Ding sieht absolut furchtbar aus. Benutzt mich? Darf ich das Pferd haben? Nein. Oh, aber da steht benutzt mich dran. Ja, aber das ist ein B-Pferd. Das kriegt Bauchschmerzen, wenn ein A-Spieler drauf sitzt. Und wenn ich dich töte, mir das Pferd nehme? Das würde ich dir nicht raten. Und die Blutpresse, die ackert ja ordentlich rein. Nee, ich bleib ja in der Base, Leute. Ich war ja, ich laufe mit den ganzen Sachen, die ich im Inventar habe, nicht durch die Gegend. Alles gut. Macht euch da keine Sorgen. Ich sehe den Issue mit dem Alchemietisch. Aber ich glaube, wir können das ein bisschen verstecken, indem wir da den richtigen Vorhang dahinter hängen, tatsächlich. Danach, dann wird das schon. Genau, dann wollten wir ja noch mehr Schmieden haben, ne? Schmelzofen. Kupfererz brauchen wir dafür. Ach du Scheiße. Wie viel Kupfererz habe ich denn? Ja, wie viele Sachen habe ich denn im Inventar? Lol. Okay, dann muss ich Kupfererz sammeln gehen, auf jeden Fall. Achso, dafür brauche ich ja Kupferbahn. Deswegen hatte ich die ja überhaupt erst. Ich bin ja ein Eumel. Jetzt will ich hier. Upsala, noch einen Lagertisch. Haben. Jawohl. Hallöchen Rakdos, mir geht's ein bisschen besser, ja. Noch nicht ganz großartig gut, aber besser auf jeden Fall. Okay, diese Dinger müssen da weg auf jeden Fall. Was ist das? Das Ungeziefernest. Wir brauchen irgendwo einen Kerker und den sollten wir, glaube ich, woanders bauen. Ich glaube, das Stein müssten wir haben, Lucky. Und Dankeschön, Ronan, für die 4 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin, Dankeschön. Aber das sieht doch schon mal nach was aus. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die 5 Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ach, wir können weiterbauen, Leute. Lol, wir können hier einfach weiterbauen. Wir können hier einfach direkt einen Stall drunten dran bauen.
Nur, dass wir hier halt nicht so viel... Und über den Weg kommen wir nicht drüber. Ah. Das ist halt ein bisschen doof. Wir kommen halt über den Weg kommen wir nicht drüber. Und danke nochmal, Rakdos. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Gibt es noch einen anderen Ausgang, von dem wir runterbauen könnten? Hier wäre theoretisch gesehen auch ein Weg runter möglich, ne? Hier. Und da wäre auch noch mehr Platz. Da muss ich aber erstmal mit Blesk quatschen, ob das für ihn okay ist. Wenn ich da nochmal die Wand aufreiße. Weil ich glaube, hier hätten wir genug Platz, um einen Stall zu bauen. Und das könnten wir in ein Hauptgebäude mit reinbauen. Oh mein Gott, das würde ja alle Probleme lösen. Jo, Blesk, bist du gerade hier? Ja. Ich habe eine Stalllösung. Du hast eine Stalllösung? Ja, ich habe die ganze Zeit einen Gedankenfehler gehabt, weil ich dachte, wir müssten hier vorne runterbauen. Hm. Aber es gibt ja einen zweiten Aufgang. Dafür müsste ich noch eine Tür in das Seitenzimmer packen, wenn das für dich okay ist. Aber oh, true, wir haben ja noch einen Aufgang. Ne? Ja, ja, genau. Und dann könnten wir da unten einfach ein Verlies reinbauen. Dann kommt man vom Alchemiebereich ins Verlies. Kann man da unten weiterbauen? Geht das? Ja. Ja, dann mach das doch. Alles klar, dann mache ich das. Aha. Dieser Baum ist im Weg, aber das ist nicht schlimm. Hast du schon eine Bärengestalt? Ja. Kriegst du den großen Baum dort unten weggerissen? Warte. Also der ist quasi, ich mach da gleich den Aufgang auf. Aber ich, wir brauchen dafür, glaube ich, also Chat meinte mit Bärengestalt oder Sprengstoff geht's. Wo ist der Baum? An dem neuen Abgang, Moment. Zeigst du gleich. Auf der rechten Seite, oder? Ja, ja, genau. Ich mache da jetzt gleich den Aufgang auf. Und ich habe keine... Habe ich die Bretter nicht eingepackt gerade? Ich hätte die Bretter doch eingepackt. Ich habe die Bretter nicht eingepackt. Ah, den meinst du, oder? Ja. Das große Ding. Das Mammut-Ding. Ich glaube, den kriegt man nicht weg. Es würde auch dastehen, wenn man den abbauen kann. Ach so, okay. Nee. Der ist hier für immer. Dankeschön, Sisu, für die 5 Subs. Und dankeschön, Kleppi, für die 5 Subs. Und dankeschön, Rakdos, für die 5. Vielen, vielen lieben Dank. Nur daran denken, dass wir dann auch so ein zweites Diener-Tor brauchen. Ne? Jawohl. Das leuchtet. Jawohl, habe ich auf dem Schirm. Dankeschön, Hicks, für die 8 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. So, danke nochmal Ronans für die 4 und Sernicki und Feel und Thor und Rakdos und Kleppi und Sisu und Turtle Squad und willkommen bei den Eumeln an alle 9. Ganz viel Spaß hier weiterhin, dankeschön.
Gibt es Verliesboden? Ja, da kommt auf jeden Fall noch ein Ausgang zur Straße hin. Auf jeden Fall. Und ich danke euch. Ich finde es schön, wie ich eigentlich vorhatte, Dings farmen zu gehen und jetzt, also Bosse farmen zu gehen und jetzt Base baue. Dankeschön, Sail Train, für die 1000 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Danke euch. Danke für den ganzen Support, ey. Wasser gibt's erst, wenn die Kartoffeln eingebaut sind. Das hast du jetzt gesagt. Aber Base bauen ist doch viel schöner. Kann man sich schon auf den Kosten von Dalo und Bad austoben. Die beiden farmen heute Nacht eh wieder das Lager voll. Ich habe selber gefarmt. Ich gebe nicht die Ressourcen der anderen aus. Habe ich nicht. Also wirklich nicht. Die Leute haben gefarmt und haben damit halt die ganzen, Gebäude halt quasi gebaut. Das Einzige, was ich mir geklaut habe quasi, war eine Eisenarmbrust. Das ist das, was ich geklaut habe. That's it. Und die hat mir Maxim in die Hand gedrückt, weil er dafür auch selber gefarmt hat. Ich habe nicht so viel Ressourcen geklaut, wirklich nicht. Ich bin ja selber auch schon wieder seit 11 Uhr am Spielen und am Farmen. Ich habe nicht mit den Ressourcen von anderen gebaut hier. Dankeschön, Daniel. Vielen lieben Dank für die 5 Subs. Und hallo an alle Neuen. Willkommen, willkommen bei den Eumeln. Dankeschön, dankeschön. Billige Arbeitskräfte. Ja, nein, ich habe halt... Ich habe auch gefarmt. Wirklich. Dankeschön auf jeden Fall. Und ich habe ja auch wirklich 30 Mal gefragt wegen den Ressourcen. Ich habe ja wirklich, also alle, die hier waren, die haben das ja mitbekommen. Ich habe ja wirklich 30 Mal gefragt, ist das wirklich okay mit den Ressourcen? Weil ich ja nicht wollte, dass ich da irgendwie anderen Leuten, die Ressourcen von anderen Leuten ausgebe. Also ich habe nichts getan. Nie meine Schuld. Hast du vor oder nach der Verwendung gefragt? Ich habe vor der Verwendung gefragt. Dieses Ding. Sieht absolut furchtbar aus. Ja, aber es muss halt auf dem Alchemieboden leider. Alles gut. Musst du selber dann nochmal sortieren gleich. Also ich kann das nicht ins Verlies packen. Nee. Der produziert 25% effektiver. Ah, ja gut. Gut, dann wissen wir das. Dankeschön, Florian. Vielen, vielen lieben Dank. Da laufen jetzt dann die Ratten rum. Ach, wir können ja... Theoretisch können wir da hinten auch einfach Alchemieboden reinmachen. Das würde auch gehen, aber...
ne? Können wir uns überlegen, theoretisch gesehen. Also, wenn wir dann sehen, wie es aussieht und wie viel Platz wir wo brauchen, ne? Ja. Weil, und also unten haben wir auf jeden Fall richtig viel Platz. Ah, ich kann hier theoretisch gesehen auch noch Lagerplatz hinpacken, dann Drogenlagerplatz. Drogenlager. Boah, das Ding sieht halt mega cursed aus. Ist halt die Frage, ob wie viel Alchemieplatz wir sonst hier brauchen, theoretisch, ne? Also was noch an Gebäuden kommt. Was wir auf Dauer machen sollten, ist den Hügel hier auch noch zu einer Base machen. Welchen? Den hier im Südwesten, diesen Riesenhügel. Da ist ja auch nochmal so viel Platz. Oder guck dir mal das hier an. Wenn wir irgendwann das einfach sagen, wir bauen die Mainbase um, guck dir mal an, wie riesig das ist. Oder da alles machen drauf. Warum sind wir nicht dort? Im Süden. Ja, weil es anfangs jetzt einfach praktisch ist, wenn man direkt im Teleporter ist. Ah. Und wir haben ja genug Dankeschön, Platz. Dankeschön, Rage, für den verschenkten Sub. Vielen, mehr vielen, Platz vielen heißt Dank. Halt nur, dass es sehr angenehm, dass alles schön sortiert ist. Und man sich überall so ein bisschen Platz lassen kann und nicht alles so aufeinander stapeln muss. Ja. Dass es halt einfach immer hässlich aussieht. Kann man diesen Teppich auch auf die Treppen verlegen? Ich frage für einen Freund. Gott, diese Ratten. Ey, die Leute werden heute online kommen und werden sich denken, what the fuck? Naja, Bart kennt's ja, glaube ich. Ja. Wir haben einfach alles nochmal umgebaut. Hallo kommt halt, glaube ich, gar nicht mehr online. Ach, Dankeschön, gesehen was für die 39 Monate. Ich weiß und nicht. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Noch mal rein Dankeschön. Kommt. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo man Teppichrollen baut. Ach, hier. Da sind die Drogen. Ja, ich so ging es mir aber auch heute in der Früh. Also als ich mich eingeloggt habe, ich bin direkt literally schlafen gegangen und aufgestanden in einem Schloss. Also, dass man glaubt, dass man wohin geportet wurde, davon kann ich ein Lied singen. Nee, einen Schreiturm gibt es noch nicht. Einen Schreiturm gibt's noch nicht. Nee, man kann den Teppich leider nicht dort nach oben bauen. Ach, dann verschiebt sich das aber noch mal ein bisschen, ne? Wenn ich das so lege. Ich meine, das ist auch nicht schlimm. Wenn wir das alles noch ein bisschen überlegen.
Und dann halt hier weiter damit, ne? Wir haben halt überall. Wir haben halt überall Pferde, die überall rumstehen. Pain. Weil wir hier auch nochmal einen Weg weiterbauen könnten, theoretisch. Also, dass der Weg hier auch nochmal rüber geht zu dem Ausgang. Durch den Alchemieraum. Der gibt ja überall Movement Speed. Wäre eine Überlegung wert, das dann auch zu machen. Mal gleich gucken. Ah, und Bretter und Steinziegel wollte ich holen, genau. Die müssten ja mittlerweile auch ready sein. Hallo Mopsi! Hier haben wir das Blut. Sollten wir nicht hier auch irgendwo die Tiere haben? Tiere. Hallo, Fist of Doom. Ja, wir haben extra einen Vampir-Emote reingebastelt. Weil wir dachten, das bietet sich an, gerade. Weil wir ja jetzt Far Rising spielen, ein Streamer-Event. Das ist extra entstanden. Ach, und dafür brauchen wir noch mehr. Nur Stein. Schwefel können wir auch mal brauchen. Ich habe immer noch nicht genau gecheckt, wo ich Steinmonumente bekomme. Mal gucken. Ach, Blutgruppe geändert. Shit. Zu so einem Crap-Ding. Gut. Und dann töten wir das Ding mal eben. Voilà. Do damage. Upsie. Ich dachte nicht, dass das noch in Range ist, um ehrlich zu sein. Au! Ich dachte auch nicht, dass das noch in Range ist. Ich frage mich halt, ob ich mit dem Ding nicht viel mehr Schaden mache. Ja. Ja, das war ein No-Brainer. Das war ein No-Brainer. Das hätte ich eigentlich anders machen können. Das war nicht so smart. Hallo, Miss Sandra. Da hätte ich klüger vorgehen können. Zählt der Golem als Rohstoff? Offensichtlich ja. Offensichtlich zählt er als Rohstoff. So. Können wir das auch nicht abbauen? Doch. Das ist abbaubar. Nice. Also, man könnte halt theoretisch betrachtet dieses Ding hier mega gut hier in diese Ecke stellen. Dann laufen hier Ratten rum und es stört halt niemanden.
Und dann könnte man hier super gut ein Verlies bauen. So. Dann hätte man hier wirklich so eine Verlieskammer. 1, 2, 3, da kriegen wir halt 5 oder so unter. So viel brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber dann könnte man hier quasi so ein Verlies bauen. Let me look. Wie viel Verlies brauchen wir denn? Weil alternativ machen wir einfach ein ganz langes Verlies hier. Da ist ja Platz. Da ist ja absolut Platz dafür. Das heißt, ich kann eigentlich auch einfach sagen, yo, was fehlt denn jetzt? Bretter schon wieder, I see. Wir brauchen wahrscheinlich viel Verlies, oder? Ideal 15, dass es 5 Klassen gibt. Wir sind 10 Leute. Ich glaube, es macht wahrscheinlich sogar Sinn, noch mehr als 5 zu haben. Es ist ein Vampirspiel. Es erinnert ein bisschen an Diablo. von der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Und wir heißen deswegen B-positiv, weil wir auf einem Streamer-Server spielen. Mit Team A gegen Team B und wir sind Team B. Ah, wir haben sogar einen Command. Geil. Ist bei B. Holler das Haar halt stumm? Ja. Was ist das Ziel für den Streamer-Server? Kein Plan. Also ich spiele einfach drauf los. Das ist mein Ziel. Einfach drauf los spielen. Spielt ihr mit Standard-Settings? Ich glaube nahezu, ja. Ich glaube nahezu. Diese Pferde gehen mir so auf die Nerven. Nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie viel Eisenbarren machen wir, dann sehen wir das. Wie repariert man seine Eisenrüstung, indem man die Ressourcen ins Inventar holt, die man dafür braucht und dann mittlere Maustaste drückt? Aber das erinnert gerade bei mir nicht so. Ah, das ist bei mir gerade nicht so wichtig. Ich habe gerade andere Schwerpunkte. Ich muss diese furchtbaren Pferde loswerden, die mich in den absoluten Wahnsinn treiben.
Frage dabei ist halt, Gefängnis, okay, das heißt, wir brauchen Gefängnisboden dafür. Wo kriege ich den Boden? Wo wird denn Boden gebaut? Ist das unter Grundlagen? Ne, das ist normaler Boden. Burg, Etagen. Weißt du, woher wir Gefängnisboden kriegen werden? Gefängnisboden? Ja, genau. Also wir brauchen, das heißt, Gefängnisboden sind und dann steht da nichts bei. Ich bin verwirrt. Gefängnisboden. Vielleicht am Forschungstisch. Also wir haben den auf jeden Fall noch nicht. Okay, das heißt, wir müssen den erst lernen. Jawohl. Ja. Soll ich dann kannst stattdessen... Mit so Papier oder Rollen kannst du das, glaube ich, sogar gezielt machen. Soweit ich weiß. Ach, geil. Kannst du 75 Rollen reinlegen in den Forschungstisch? Jawohl. Und dann kannst du ein Rezept lernen. Aber du musst vorher auch auswählen, was genau du lernen willst, glaube ich. Also in der Bücherei. Aber bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir noch gucken. Ist das in dem Forschungsdings? Im Studium, Studiumsdings, da bummst du dann, oder? Genau, ja. In dem Studierzimmerdings. Ah, da braucht man Schriftrollen quasi. Mhm. Ja, dann packe ich da, mein Chat sagt gerade, Gefängnisboden ist Tier 3, das dauert noch. Mach erstmal 9. Ja, aber ich kann ja mit den Schriftrollen kann ich das ja machen. Theoretisch. Ich kann aber auch erstmal normalen reinmachen. Ich frage mich halt die ganze Zeit, ob wir hier wirklich in der Mitte den ganzen Lagerplatz haben wollen. Oder ob wir nicht sowieso dann ultra viel Lagerplatz haben werden. Oh, man kann nur zufällige Sachen entdecken damit tatsächlich. Das Mensch hat auch gesagt, aber Maxi meinte vorhin, dass man sich aussuchen kann. Weiß nicht, ob das... Oder? Ach, man braucht dafür eine Tier 2. Wir haben nur eine Tier 2 Forschungsbank. Wir brauchen eine Tier 3 Forschungsbank dafür. Gut, dann ist das sowieso erstmal dahin. Dann würde ich jetzt erstmal einen normalen Boden drunter sitzen. Nee, nicht jeder Spieler braucht 5 Zellen für die Klassen. Nein, nein, das ist nicht notwendig. Das ist zu viel. Also ich nutze ja zum Beispiel auch nur... Also ich glaube, einmal macht Sinn, diesen Arbeiter zu haben, meinte Vlesk vorhin auch. Weil du da produktiver... Ja, das war mega praktisch für uns, glaube ich. Und dann kommt halt drauf an, was die Leute spielen wollen. Also ich werde halt in erster Linie einen Gelehrten immer haben wollen, weil ich halt auf Magie gehe. Andere Leute werden auf andere, aber wir werden nicht jeder wird 5 Sklaven haben. Das können die Leute vergessen. Das müssen sie sich dann selber farmen. Vor allem muss man die Sklaven auch füttern. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist auch nochmal was. Ach, der Steingolem ist noch nicht resettet.
Ja, Stein Google ist doch nicht resettet. Mit Ratten kriegen sie diesen Verzweiflungsshit. Dann werden die schneller schlecht. Hier, wenn du Kupfer findest, nimm es ruhig mal mit. Wir brauchen das für mehr Webstühle. Jawohl. Dann fast nichts mehr. Ich nehme alles mit. Ich bin wie ein Staubsauger. Ich wünschte, mein Staubsauger würde alles mitnehmen. Doch, wenn man Ratten füttert, gibt es Elend. Haben wir vorhin sogar extra nachgeguckt. Sind wir gerade die Einzigen auf diesem Server? Es fühlt sich an, als würden Blesk und ich als Einzige gerade spielen. Zumindest die Einzigen von unserem Team sind wir, ne? Ja, Katz ist aber, also ist unser Team, ja, aber nicht ganz. Das war doch hier. Oder ist es einfach nur automatisch jedes Mal, wenn man ihnen Sachen runterzieht, dass sie Elend bekommen? Der hat das auch möglich. Ja, wenn man sie nur mit Ratten füttern muss, dann ist alles entspannt. Also dann ist echt kaum Stress. Tatsächlich. So. Gib mir alles an. Ressourcen, was es so gibt. Weiß ich noch nicht, Faruk. Weiß ich noch nicht. Genau, dann warten wir hier. Ich habe leider nicht so viel. Genau, und da hatten wir ja jetzt, ich hol mal die Verliese von oben runter. Damit wir hier oben Platz bekommen für die ganze Scheiße. And I run, run, run. Hallo, Liranek. And I run, run, run.
Und zurück. Schön aufräumen. Nicht, dass ich wüsste, guck's. Ich glaube, da sind einfach nur Skins mit drin, Jitsu. Also für mich lohnt sich's, weil ich liebe, es schön zu bauen. Es kommt wirklich, glaube ich, stark drauf an, ob du ein Schönbauer bist oder nicht. Man kann alle Möbel einfach drag and droppen und sie behalten auch den Inhalt und alles. Das ist super praktisch. Also ich habe hier gerade einen Kerker mit einer Person drin einfach umgesetzt. Das ist mega, mega cool. Ja, da ist auch eine Person drin und jetzt nehme ich das einfach mit und stelle es woanders hin. Das macht alles schöner und leichter. Hallo, greif mal ab. Tschüss, Lucio. So, die Frage ist halt jetzt hier, ob wir quasi hier schon zuziehen oder ob wir hier, also ob wir noch eins länger machen. 6, 8? Was meint ihr, 8 oder 6? Sechs oder acht? Wir sind halt 10 Leute, glaube ich, in der Truppe. Da sagt sogar jemand 8 bis 10. Sechs zählen links, 6 zählen rechts. Das wäre sehr ambitioniert. Das wäre dann 1, 2, 3, 4, 5. Dann müsste ich hier zumachen. Ist doch auch zu viel. Machen wir acht, oder? Das wird doch niemals voll. Natürlich kann man so viel haben. Reicht 6 auch schon? 6 reicht nicht. Oder? Ja, das Rattending kommt da hinten hin. Dankeschön, Björn, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ja, lieber haben als dann brauchen. Okay, lass es uns mal anders angehen. Wir machen hier den Eingang wahrscheinlich. Das wird halt platztechnisch echt scheißen. Also, ich muss ja auch noch irgendwo den Stall hinbauen.
Den könnte man hier noch hinpacken. Aber dann müsste ich hier halt zuziehen, damit hier noch ein Gang zum Stall rüber geht. Sonst wird das echt knapp. Weil ich muss ja auch irgendwo muss der Stall auch noch hin. Irgendwo muss der Stall auch noch hin. Ich werde wahrscheinlich gleich angegriffen. Benutzt mich? Darf ich das Pferd haben? Nein. Oh, aber da steht benutzt mich dran. Ja, aber das ist ein B-Pferd. Das kriegt Bauchschmerzen, wenn ein A-Spieler drauf sitzt. Und wenn ich dich töte, mir das Pferd nehme? Das würde ich dir nicht raten. Ich glaube, du musst mal kurz zur Base kommen, Lesk. Ich werde bedroht. Ja, also ich bin mächtig. Ich sehe nur nicht so mächtig aus. Ich komme gerade. Ich bin sehr mächtig. Mächtig. Sehr mächtig. Mächtig. Du hast bestimmt Freunde hinter dir im Boot. Ja, ich habe Freunde. Du hast Freunde dabei. Natürlich. Hallo. Es werden ja immer mehr. Habt ihr da oben ein Nest drin? Ja, das ist ein Nest. Aber weißt du was? Wir werden auch mehr. Ja, aber das ist immer noch ich ein... Ich niemanden von euch gesehen, Alter. Niemanden. Ich war und bin seit heute Morgen nur unterwegs und habe auch keinen gefunden. Ja, wir sind alle hier. Alle. Seit heute Morgen? Oh. Hallo. Ja, ihr habt euch hier ein bisschen verlaufen glaube ich. Nee, wir wurden gerade geweiht von einem Boss. Dann gehen wir jetzt wieder hin und machen weiter. Okay. Von daher, einen angenehmen Tag. Tschüss. So. Hallo? Danke fürs Vorbeikommen. Ich sehe dich nicht, Kay, wollen nicht mit dir reden. Kann ich verstehen, ist das mal wieder ich gehen. Ich habe einen Voice-Chat, halt die Klappe, wir gehen. Ja, ich will nicht mit Kay reden, hab mich umgebracht gestern. Ich sau. Weckt wieder Wolf aus Rotkäppchen, Käppchen, yo. Wie mache ich das denn jetzt? 6 Zellen, 8 Zellen, was denkst du? Ja, 18 ganz gut, glaube ich. 8? Wenn man jede Klasse reinmachen kann. Ich glaube, insgesamt sind es 9 oder so, ich weiß es nicht genau. Weiter Wildheit. Ich könnte auch 10 machen. Ja, alles so über 18 ist, glaube ich, ganz cool. Okay. Wo wir so Arbeiter, Schurken, Gelehrte, alles Mögliche reinschmeißen können. Ja, ich kann auch 12 machen. Ja, jetzt. Mein Gent will mich die ganze Zeit zu 12 drängen. Nee, ich will nicht, dass man durch das Ding zum Stall laufen muss. Das ist doof. An den Gefangenen vorbeilaufen müssen, um zu den Pferden zu kommen. Das wird dann mega der enge Durchgang, an dem nie jemand durchkommt und der jeden immer nervt. Das ist, glaub, nicht so gut. Der Knast wirkt wie eine Massentierhaltung. Gut.
Ist ja auch ein Gefängnis und kein Hotel, ne? Dankeschön, Mangomenia, für die 43 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Die Frage ist auch so ein bisschen, also wenn wir das jetzt, oh Gott, wenn wir das jetzt so planen, dann haben wir da drüben, wie viel haben wir denn noch? 100, wir haben ja noch mehr als genug Platz für alles, was wir wollen. Das heißt aber auch, dass wir hier auch noch zubauen. Das wird sowieso auch, also das geht auch safe noch zu. Ich überlege halt gerade die ganze Zeit, in welche Richtung der Stall dann gedreht sein soll. Also wir haben, da hinten kommt dieses Rattending hin auf jeden Fall. So. Und hier haben wir jetzt den Knast. Der auch schon mal ordentlich angebaut ist. Und wir wollen ja auf jeden Fall dann auch noch mal, wir wollen ja dann auf jeden Fall auch noch mal ein, was brauchen wir denn noch? Brauchen wir noch irgendwas? Ich weiß auch nicht, wie ich den Eingang machen soll. Mache ich den wirklich hierhin, ist die Frage. Mache ich hier so einen popligen kleinen Eingang? Weil das nur ein Seiteneingang ist. Kann ich eigentlich machen, oder? Also es stört nicht, wenn das so ein popliger Seiteneingang hier ist. Weil es ist ja nur der Eingang ins Verlies. Der muss ja, das muss ja nicht prachtvoll sein, oder? Weil es ist ja nur, es ist ja nur ein Verlieseingang. Wir haben jetzt auch nochmal so viel Platz, ne? Ja, wir kriegen gleich auch noch Unmengen an Platz, weil da ja jetzt alles ein bisschen umgebaut wird. Nee, nee, Leute, ich baue nicht mein eigenes Schloss. Nein. Unmengen Platz. Ja, die Idee ist jetzt, also ich dachte mir halt, hier wäre jetzt Platz, theoretisch gesehen könnte man hier das Rattending hinsetzen. Mhm. Dann könnte man das in sich quasi geschlossen machen. Dann hätte man hier Platz, hier kommen noch Gefängnisse hin. Ja. Dann geht hier noch ein Gang weiter und hier hinten baue ich noch einen Stall dran. Wir brauchen, was jetzt dann bald dazukommt, sind noch so Juweliersachen. Sprich, die müssen wir auch dann irgendwo hinquetschen. Brauchen wir dafür noch einen ganz eigenen Raum? Das weiß ich nicht. Da muss ich dann gucken, ob man da einen eigenen Boden braucht. Aber Chat wird es mir gleich sagen. Chat, we need you. Brauchen wir da? Das wäre tatsächlich wichtig, dass wir das jetzt noch rausfinden. Was im Boden braucht ein Juwelierkram? Chat sagt, wir brauchen nochmal einen neuen Boden dafür. Ah, dachte ich mir. Die Frage ist halt, wollen wir den Alchemietisch und die Ratten eins runterschieben und den Raum zum Juwelierraum machen? Das könnten wir auf jeden Fall machen, klar. Weil hier ist ja auch nochmal echt viel Platz. Dann weiß ich jetzt auch, wie ich hier zumache. Das könnte man machen. Achso, dann machen wir das.
Nehmen wir auch mal eins der Pferde mit, na, wir haben eh 500. Ja, ja, nimm, nutz alles. Kann man den Alchemieboden aufheben und verlegen? Nee, ich glaube, das kann man nicht machen. Wenn keine Wand angrenzt, dann kann man den halt so demolieren, kriegt man ja ein bisschen was zurück. Ah, okay. Dann ist das ein bisschen, dann wird das ein bisschen doof werden, ne? Ja, aber so viel kostet er, glaube ich, gar nicht. Okay. Ich glaube, einfach drüber bauen ist viel unumständlicher. Viel einfacher. Simpler. Ei. So ist der Steingolem wieder gespawnt. Das ist eine Gruftzimmer. Ach, wo die ganzen Leute schlafen, meint ihr? Stimmt, haben wir noch gar nicht. Stimmt. Das brauchen wir actually wirklich noch. Zwei Stöcke geht, glaube ich, nicht, nee. Nice, nice. Könnt ihr nicht an die Brücke noch eine Zollstation setzen? Das wäre sehr passend. Das wäre sehr, sehr passend. Hier. Nur am Farmen hier. Nur am Farmen hier.
Ja, ist unsere Map. Ja, unsere Base. Der in der Ecke. Quasi. Ja, es ist halt ein Stilbruch, den Stall aus Holz zu machen, weil ich nicht weiß, wie ich den Übergang schaffen soll. Alles ist hier aus Stein und dann den Stall aus Holz. Ist ja auch dann weird, oder? Also das ist ja, das alles ist Burg und es gibt keinen Stallgebäude, kein klassisches, oder? Ich glaube, es gibt keinen klassisches. Kommt noch irgendein Gebäude, das wir brauchen danach? Also kommt noch irgendein Zimmer, das wir bauen müssen? Weil sonst könnte man theoretisch gesehen wirklich da drüben dann das Holz ein Ding nachziehen. Ich weiß halt gar nicht. Hier wäre halt noch Platz, einen Stall hier hinzubauen. Dann hätten wir es wirklich einmal komplett erweitert. Das würde halt theoretisch gesehen, würde das gehen. Und dann kommst du vom Haupteingang auch dementsprechend schnell an die Pferde ran. Aber dann ist es halt nicht überdacht, ne? Das muss uns halt bewusst sein, dass es dann halt offen ist quasi. Das heißt, ich hätte dann hier quasi nochmal einen Abschluss, was die Burgtür angeht. Das heißt, ich brauche hier auch noch ein Tor dann, wenn wir gleich Bretter holen gehen. Das wäre dann noch ein in sich geschlossener Raum. Und dann hätte man theoretisch gesehen eins, zwei und dann könnte man hier quasi, ja, hier kriegen wir halt nicht so viel Platz zusammen. Ja, wobei, reicht wahrscheinlich auch. So, so weit würde, ja, wir können bis darüber, theoretisch gesehen. Das heißt, da war ein bisschen mehr Stein hier noch. Ich habe Castlevania auf Netflix nicht gesehen, deswegen kann ich es dir nicht sagen, wie ähnlich das ist tatsächlich. Ich weiß es nicht. Thank you.
Ich glaube, ich werde heute nach meiner Fahrschule einfach auf Stream noch ein bisschen farmen. Ja, und das wolltet ihr jetzt aus Holz haben, ne? Habt ihr gesagt. Aber es ist halt auch weird, wenn das aus Holz ist. Ist das nicht weird, wenn das aus Holz ist? Meint ihr nicht, dass das weird ist? Wenn du einen Zaun baust statt Mauern. Wo sind denn Zäune? Also ich habe hier nur Pfade, ich habe keine Zäune gesehen bis jetzt. Gibt es Zäune überhaupt? Vlesk, wir müssen einen Boss töten, damit wir Zäune bekommen. Boss töten, damit wir Zäune bekommen? Ja. Welchen denn? Chat, welchen denn? Das ist ja schon relativ wichtig. Ja, weil Chat sagt, ich darf Pferde nicht in ein Steinhaus packen. Die sollen eingezäunt werden. Das verstehe ich. Steht auf der Karte bei mir Höhleneingang, aber ich finde den Höhleneingang einfach ums Verrecken nicht. Das würde mich abfacken. Das fuckt mich auch gerade. Ah, okay. Ach, Zäune sind Random Drop, das wäre scheiße. Das wäre ziemlich scheiße, weil dann kann ich da nichts machen. Oder Goyswin, der Verwüster. Ich guck gleich. Ah, schauen wir mal. Oh mein Gott, ey, wie groß ist diese Burg geworden? Ich habe ja heute einfach nur gebaut, ne? Ich habe basically heute nichts gemacht, außer zu bauen. Steinstaub, das haben wir. Willkommen, junge Zauberinnen und Zauberer in Hogwarts. Es ist wirklich ein riesiges Schloss. Es ist wirklich, wirklich ein riesiges Schloss. Wir sind auch noch an niemanden aus Team A verstorben, das ist korrekt. Und das ist in der Tat ein Sieg. Ach. Das geht nicht mittig. Ich heule. Die Frage ist nur,
lässt sich das dann das lässt sich auch nicht daneben setzen, ne? Das ist äußerst bitter. Und nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Ich glaube, da hinten ist es kein Problem. Ich glaube, ja, hier für das passt es ganz gut. Das ist okay. Wenn das so ein dünnerer Weg ist, das ist fein. Aber hier vorne bräuchten wir halt eigentlich einen schöneren Boden. Jetzt hat man halt hier aber keinen schönen, also man hat hier halt keinen schönen Übergang. Das ist halt auch doof. Ne? Weil das halt hier so anfängt im Nichts. Das ist ja auch eher. Also außer man sagt, okay, wir wollen hier einfach richtig protzig sein und hier so in seinen Start setzen. Und brauchen einen Garten. Einfach eine Eingangspforte bauen, weil fuck that. Einfach eine Eingangspforte bauen. Ich meine, das ist der Haupteingang, der darf schon protzig sein. Wie viel wollen Sie ausrasten? Ja. Hallo Frau Talafiti, hallöchen.